gleich erstmal ausmerzen hier, bevor es hier noch zu Toten kommt. Oh, das hat da oben nicht funktioniert. So. Schlüssel haben wir noch in der Hand, dann können wir hier auch gleich sowas machen und dann können wir jetzt auch den Farbenfreund abholen. Oh. Lass die Zombies los. Aber doch nicht so. Mensch. Da kommt man hier gar nicht weg. Ja, so nicht, ne? Was auch immer Kaninchen auf dem Friedhof machen, ich habe keine Ahnung. So. Weitere Farbe. Aber wir wissen immer noch nicht, wo ist das Puzzleteil. Und so eine Zeitungsseite haben wir auch schon ewig nicht mehr gefunden, ne? Haben wir echt schon ewig nicht mehr gefunden. Und wir wissen auch noch gar nicht, wo ist denn überhaupt der Ausgang? Ich mache hier einfach nur mal ein paar Fässer kaputt und zu gucken, ob da irgendwie das Puzzleteil drin ist oder sowas. Stochern wir hier nochmal in den Kürbis rein, bevor hier der Zombie wiederkommt. Ja, komm, geh, wo du wohnst hier. So. Machen wir da nochmal ein schönes Feuerchen rein. Und dann leuchtet der auch. Faszination Kürbis. Finde ich ja nicht die Grundidee dahinter. Jetzt komme ich aber an den nicht vorbei, ne? Hier, komm mal mit hier. Komm. Ich soll dir mal einen Kürbis zeigen. Komm, ich zeig dir richtig Kürbis. Ja, unten geht's gar nicht lang. Oder? Ne, ich glaube, das haben wir angezündet, ne? Das Feuer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Ich hatte den Überblick verloren über diesen Friedhof. So viele Zombies. So much brains. Ja, kacke, ne? Ach, da ist das Puzzleteil. Ja, wie komme ich denn da hin? Komme ich ja bestimmt nicht über diesen Weg hier hin, ne? Doch! Ach! Das ist ja easy. So, und wo ist jetzt der Ausgang? War der doch da auf der linken Seite irgendwo? Dann gehe ich da doch nochmal nachgucken. Ne, weil so viel Zeit muss sein. Nein! Okay, dann nicht. Ja. Nee, das ist der Durchgang. Wo ist denn der Ausgang? Da ist... Ach, ich bin so doof. Ja, klar. So, dann... Schlüssel... Schlüssel da rein. Erstmal hier wieder an den paar Zombies hier vorbei. Oh, nö, dann nicht. Wobei, wir haben ja alle Puzzleteile, zumindest bis jetzt. Wir können eigentlich raus hier. Wir wissen ja, jup, ne, da ist Ende Gelände. Wobei, ich will, dass da ein Haken ist. Ich will, dass wir es geschafft haben. Immer so der innere Konflikt mit mir selbst manchmal. So, haben wir hier auf. Und dann, komm mal her hier.
Zombie? Will er nicht. Weil manchmal sind die noch blöder, als sie zu tun, ne? Na komm. Ja, dann nicht. Dann beschwer dich aber auch nicht. Ja, komm. Kaktus. Kürbis. Kürbiskaktus hier. Kürbis. Na komm, komm. Ach, das interessiert dich wieder nicht so weit, ja? Ah, ach. Nee. Also manchmal sind die echt ätzend. Manchmal? Immer. Ja, aber du weißt, was ich meine. Weiß gar nicht, warum ich das jetzt mache. Bin ich einfach nur verdrückt. Riesenschlüssel für kleines Loch. So. Dann bin ich da mal durch. Ich sagte durchlassen. Aber was an durchlassen hast du immer wieder nicht verstanden. Mal wieder alles. Hey, du Penner. Ja, dich meine ich. Interessiert ihn nicht. So, der ist hypnotisiert. Nur der hier will sich hier nicht hypnotisieren lassen. Weil der auch nicht so weit geht. Das war klar. Jetzt kam ich da nicht mehr weg. Wie hab ich das vorhin gemacht? Da habe ich mich auch so durchgeschlichen, mehr oder weniger, ne? Zack, bei uns war ich da. Man bleibt ja auch am Zaun wirklich überall hängen. Na komm, 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 komm. Ja, genau. Na, der ist kein Problem, aber der Rest, nee. Nee, so nicht. So, jetzt auch vielleicht. Geh doch mal durch hier. Manchmal braucht er dann noch so eine halbe Stunde, bevor er dann wirklich reagiert. So. Dann machen wir mal hier. Zack. Stellen uns schon mal hier hin. Machen hier so die Axt. Oder den Stab oder wie auch immer. Dann schnitzen wir da mal ein bisschen was rein. Wir hauen da einfach mal einen Stock drauf zu und rein zufällig kommt da dann so ein Kürbisgesicht heraus. So. Komm mal her hier. Kürbis. Geil. So, einmal das hier. Zack. Und wieder weg. Leckt mich, Leute, ich bin weg. Mhm. Dann müssen wir jetzt hier wieder in den Spinnenwald hinein. Hoffen, dass ich hier möglichst viele Spinnen wische. Oh, der kommt hier immer wieder an. Den vergesse ich immer. So, so und dann hier unten noch eine. Ah, die mittlere habe ich nicht erwischt. So. Damit sollten wir sie haben. Und dann können wir jetzt irgendwo links nach unten gehen, damit wir wieder an den Anfang hinkommen, damit wir dann wiederum endlich das Level beenden können. Alles im Moment ein bisschen friemelig, aber nun gut. Ja, du da, vorsichtshalber. Nicht, dass ich an dir hier noch krepiere. Ach, jetzt habe ich das Ding nicht getroffen. Ist es denn wahr? Ist doch nicht wahr hier. So, jetzt nochmal. Regen. Warten, bis er weg ist. Dann drauf da. Irgendwie. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Stückchen weg. Feuer. Und ich bin weg. Dann ist die Patrouille hier weg. Zombie-Patrouille. Und ist da erstmal nur hypnotisiert. So. Hier sind wir am Anfang. Hier ist jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil ich komme jetzt einfach hier durch und die Drachen sind auch weg. Na egal. Ein Speer, Drachenomelett. Ach, deswegen sind die Drachen davon. Okay, gut. Hauptsache, wir haben das Level beendet. Und wir gehen weiter.
irgendwie. In das letzte Level. Des Todes. Und so. So, wir haben 4 Dinger zur Auswahl. Wir haben da, ich glaube, da sind Kürbisse drin oder sowas, ne? Mach ich mal eine Wolke. Was ist denn da so Gelbes? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich erfahren möchte. Ist auf jeden Fall jetzt alles aus den Fässern raus. Niemand weiß genau warum, wieso, weshalb, warum. Oh, eine Tür. Da komm doch einfach rein, wow. Da ist ein Vorsichtsschild. Haben sich da Hasen eingebuddelt oder was? Oder Minen? Hey! Hey! Geoman! Lange nicht gesehen hier. Kann mal befreien. Oh. Wer hätte nur damit gerechnet? Du dachtest doch nicht, etwa nicht, dass das alles war. Nein, eigentlich nicht. Ich habe deinen Freund nur entführt, um dich hierher zu locken. Ich werde dich vernichten und deine Stifte an mich reißen. Ach, wirklich? Was kommt jetzt? Irgendwas Stacheliges. Warum brauchst du lange zum Zeichnen? Ach so, ich kann hier auch agieren. Ach so, ja, dann. So, kannst du hier. Nein, warte, das ist verkehrt. Wir müssen hier hinten alles zerstören oder sowas. Ich kann halt nicht direkt ihn anvisieren. Ja, yeah, ich bin frei. So. Weiß jetzt zwar noch nicht, was ich jetzt hier machen will, aber Hauptsache, ich komme hier weg. Töte mich! Ja, bin ich schon dabei. Hier. Habe ich jetzt verloren? Geoman ist umgekommen. Oh. Was steht doch dran? Töte mich. Na gut. Gut, ich dachte, ich soll jetzt ihm tatsächlich die ganze Zeit hier zugucken, wie er jetzt hier irgendwas macht, aber. Nee. Ich habe nicht realisiert, dass ich jetzt selber halt wieder was machen konnte. Passiert. Yay! Ja, komm. Während der Boss hier erzählt, mache ich hier schon mal so Gedöns. So. Hier nochmal so ein bisschen was. Und das habe ich auch vorhin schöner gemacht hier. Mach mal so was. Und dann machen wir so was. Das geht ein bisschen schneller. Ich bin frei. Hallo? Okay, ich sollte nicht auf die Bienen zulaufen. Okay. Verstehe ich. Schnell, eine Notfallspritze. Ich habe keine Notfallspritze. Wo wird hier ein Puzzleteil sein? Ich habe keine Ahnung. Ja. Komm, hier. Machen wir sowas. Mach's kaputt. Zack. So. Dann haben wir jetzt hier noch mehr Tod und Verderben. Hier auch nochmal, was so schön ist. Dann mit Toaster. Warum haben wir denn jetzt hier Toaster? Durchgang da hinten? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn da oben alles? Was der alles hier verschrottet hat, ist ja. Wow! Aha.
Was genau wird denn das? Geh ich mal da hin? Komm ich nicht hin? Doch. Aha. Ah. Wahrscheinlich, um da jetzt hochzukommen. Gut. Ich brauche da halt erstmal meinen mysteriösen Kampfstab. Muss hier mir erstmal den Weg freikämpfen. Ne, so viel Zeit muss sein, man kennt das ja. So. Obwohl, warte. Kann ich von hier aus eigentlich auch hier wieder das Gewitter anwenden? Und ruhig nochmal, weil da oben sind noch zwei Kisten. Oh. Da sollte ich nicht drauf hauen. Schlüssel. Einmal wieder runterfahren. Na, der ist immer noch da einigermaßen geschützt vor Bienchen. Nein, das war so knapp. Nur weil das Ei im Weg war. Das Ei. Dann nehmen wir mal hier den ganz tollen großen Schlüssel. Und laufen, und laufen, und laufen. So. Hallo? Wieso hat das denn jetzt nicht funktioniert? Ich habe es kaputt gemacht. Ich frage ja nur. Yeah, es hat geklappt. Okay. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal alles hier kaputt. Kaputt machen kann ich gut. Wenn wir ein blaues Ei. Da unten halt das rote. Ob das uns was sagen soll? Ich habe keine Ahnung. Könnte aber sein. Warte mal, mach mal hier ein Feuerchen. Mach mal hier ein Feuerchen, so ein kleines. Für die Kerze. Einfach nur mal weil. Nicht, weil es irgendwas bringen könnte. Nein, nein. Das bezweifle ich so langsam, dass die Kerzen überhaupt irgendwas bringen. So, aber wie komme ich denn hier dann wieder runter? Wenn ich jetzt hier aufmache, dann ist schlecht, bestimmt. Ich komme hier nicht runter. Wie soll ich denn hier runter? Ach, jetzt hat mich das Dingens getötet. Nicht schnell genug. Tipp. Zerstöre Kisten, finde ein Mittel zur Flucht und helfe Geoman. Na gut. Das ist jetzt der beste Tipp, den ich kriegen konnte wahrscheinlich. Hm. Ja, komm, ist gut. Ist eigentlich auch verkehrt, aber wir machen's. Damit da hinten schon mal ein bisschen Platz ist. Das war das Kaninchen eventuell. Das hätte ich vielleicht nicht töten sollen. Wobei, das bringt ja eigentlich keinen Unterschied, ne? Wenn ich jetzt Kaninchen getötet habe, dürfte jetzt nicht so wild sein. Also, außer das Kaninchen hat jetzt irgendwie noch eine ganz tolle Extra-Fähigkeit. Die ich jetzt bisher nur noch nicht gesehen habe. Was durchaus möglich ist. So. Und so. Aber wie komme ich denn von da oben dann wieder runter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Das sind Kaninchen, hier geht schon drauf. Hm. Vor allem, was soll mir das bringen, wenn ich jetzt beiden Drachen hab? Da hinten wäre das Puzzleteil. Wenn man denn da hinkommen würde.
kriege ich denn die Bienen weg? Das ist wahrscheinlich so die Hauptfrage der Fragen. Na, guck mal, hat jetzt wieder super funktioniert. Nämlich gar nicht. Jetzt mach doch mal kaputt hier, ist es denn wahr? So. So, weil der Teppich davor war. Sag das doch. Na, ist nicht wahr, ne? Frage ist halt, passiert irgendwas Tolles, wenn die beiden Drachen aufeinander stoßen? Das weiß ich nicht. Frage ist halt nur immer noch, was bringt es mir? Ja, so schon mal nicht. Okay, laufen wir ratsam. Ja, da nicht. Ja. Ja, alles so eine Sache hier. So. Ich denke halt, die Kisten hier kann man alle bedenkenlos zerstören. Weiß halt nicht, wozu brauche ich das Hähnchen. Weiß halt jetzt auch nicht, wo ist denn jetzt hier tatsächlich ein Häschen drin und wo nicht. Da ist ein Häschen drin. Was bringen mir die Häschen? Hier nochmal hier so ein bisschen Gewitter. Sturmwarnung. Da hinten. Warte mal, machen wir hier mal Gedöns? Nein, das war verkehrt. Ne, das wird so nix. Somit habe ich auch schon ein Häschen wieder zerstört. Weil das kann ich gut. Achso, ich habe wieder keine Axt. Hallo, nimm. Ich brauche ja irgendwie einen Toaster in der Nähe der Kaninchen wahrscheinlich. Und darf ja nichts zaubertechnisch halt bei Geoman anwenden, weil dann stirbt er halt mal wieder. Das kennen wir ja schon, das Problemchen. Das ist wieder so ein Kaninchen. Kaninchen in Massen, aber halt kein Toaster, wenn du einen suchst, weißt du? Also in der Nähe der Kaninchen. Da ist mal einer. Wow. Die Kaninchen gehen da jetzt auch nicht ran. Kann ich einfach abhauen? Ich frag ja nur. Kriegt die dann jetzt hier explodiert? Wahrscheinlich so gar nicht. Ich meine, da sind zwar Minen, aber die bringen jetzt auch nicht so viel. Vor allem komme ich da ja gar nicht hin. Jetzt ein Stachelmonster bald wieder fertig. Und ich sterbe erstmal, okay. Dann befürchte ich echt, wir müssen die Drachen aufeinander zubringen. Aber wie komme ich, wenn ich da oben bin, bitte wieder runter?
wird mir nicht so ganz klar. Naja, glaube ich auch. Kaninchen, alles schön und gut, weißt du? Wir können ihn auf jeden Fall aufhalten hier von seinem Zeichnen. Zumindest hier beim großen Stachelviech. So. Wie ist denn das? Einfach mal hier so ruhig ein bisschen flächendeckend hier. Okay, so nicht. Nicht so. Nee, nee. Vermeide Explosion. Nein. Wirklich. Wow. Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe halt nicht, selbst wenn ich da oben hinkomme, die Drachen aufeinander verbinden kann, wie komme ich dann wieder runter? Das ist mir ein Rätsel. Ein richtiges Rätsel. Haben wir hier alles kaputt. Haben wir da hier, zack. Mach mal hier alles kaputt. Hier alles kaputt und Gedöns. Ah, war wieder klar. Sei blitzschnell. Nein, jetzt nicht. Menno. Also wirklich. Lalalala. Hallo, Lolo. So. Zack. Oh, ist es denn wahr? Jetzt bin ich einfach zu ungeduldig wahrscheinlich. So heiß für dich. Mensch, wir sind hier beim Endboss, weißt du, und ich komme hier einfach nicht weiter. So. Haben hier was kaputt. Mach mal da was kaputt. Mach mal weiter oben was kaputt hier. Und da einfach durchkomme. Also wie hier nochmal. Und in der Ecke nochmal. Nein, das war verkehrt. Verdammt. So. Nimm den Schlüssel in die Hand. So, soweit, so furchtbar. Nein, nicht so. So. Aber wie komme ich hier runter dann? Ich kann ja nicht von hier aus dann, ne? Das geht ja nicht. Rätsel über Rätsel. Was heißt Rätsel über Rätsel? Das ist das Einzige, wo ich jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen festhänge. Da ist das Ei. Ich kann jetzt auch hier nicht, ne, runterschmeißen und sagen, gut ist. Funktioniert ja auch nicht. Was ich aber machen kann, ist das hier. Gewitterwolke hier. Dann Gewitterwolke hier. Und versuchen, dass die beiden aufeinandertreffen hier. Ohne dass ich dabei zu Schaden komme. Die Frage ist halt nur, was bringt es mir? Weil das verstehe ich jetzt noch so gar nicht. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, jetzt hier so großartig. Ach komm! Jetzt sind die einfach nicht aufeinander losgegangen. Ich könnte kotzen. Ich mache jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns dann gleich wieder.
So, da bin ich wieder, nachdem ich mir jetzt ja auch die Aufnahmen tatsächlich mal angeguckt habe. Ist mir ja noch irgendwas aufgefallen oder sowas, weißt du? So mache ich das hin und wieder, weil wenn ich so überhaupt nicht weiß, was tue ich da eigentlich? Und dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, wir haben da links und rechts halt immer so Fackeln, die können wir halt auch tatsächlich anzünden. Und die sind halt auch im Hauptraum. Ich zünde hier einfach auch mal an, weil ich nicht weiß, ob das mir irgendwas bringt. Aber ich mache das einfach mal. Hier ist ein Foto dahinter, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, und dann gucken wir mal, ob mir das irgendwas bringt. Ich habe keine Ahnung. Und währenddessen sind mir halt noch einige Dinge aufgefallen, wo ich jetzt sagen kann, jupp, ne, das können wir auch noch einfacher machen, als wir das jetzt gemacht haben. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir das auch so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Ich denke aber schon. Ja, mal zerstören wir wieder alles. Einfach mal, weil muss so. Ja, ich will jetzt hier nicht schon wieder hier irgendwie was aufs Maul kriegen hier, aber trotzdem laufe ich hier schon wieder irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Ja, und dann mal gucken. Erstmal alles zerstören. Alles muss weg. Oh, jetzt habe ich das schon zerstört. Das wollte ich nicht. Dann muss ich jetzt ganz schnell hier. Das war verkehrt, verdammt. Das habe ich tatsächlich hier nochmal ausprobiert. Man kann auch da oben die Kiste zerstören, wenn man sich richtig positioniert und alles, ohne dass man da hochfahren muss. Was natürlich sehr praktisch ist. Na gut, jetzt bin ich eh tot. Jetzt muss ich auch nicht mehr ständig vor dem Drachen weglaufen, aber das würde dann so funktionieren. Und weil ich nicht weiß, ob es mir irgendwas bringt, wenn ich hier die ganze Fackel anzünde, zünde ich sie einfach mal an. Das macht Sinn. Die ganzen Banner und ähnliches. Ja, muss alles einfach mal weg. Hallo! So. Das ist schon wieder los. So. Aber zack. So, dann wie gesagt, hier hinten kann man halt auch die ganzen Dinger einfach mal anzünden, genauso wie die Kerzen, die hier irgendwo auf dem Boden stehen und sowas. Ne? Hier auch nochmal, zack. Ach shit. Da war ein explosives Fass oder sowas. Okay. Gut, dann halt nicht, dann nicht so. Wenn ich will, hat schon oder sowas, ne? Und ja, so zum Ende in meiner letzten Aufnahme war ich echt so ein bisschen so. Weißt du, du willst einfach. Na, nicht einfach nur noch durch, ne, sondern halt, es ärgert dich, weil du halt dann überhaupt nicht vorankommst und dann gar nicht weißt, hä, was soll ich jetzt eigentlich? Und zumindest so richtig, richtig. Ich meine, ist klar, wir müssen halt irgendwie die Bienen halt von den Käfigen wegkriegen. Ne, aber ist nichtsdestotrotz jetzt auch nicht so hilfreich. So. Haben wir ja so ein Dingens. So. Ach, jetzt hat's meinen Schlüssel zerstört. Na, egal. Aber zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Na, macht mal. Macht mal hübsch hier. So. Können wir auch schon mal alles anzünden hier, weil es so schön ist. So, dann stellen wir uns jetzt hier nochmal schön hin. So, jetzt ist nämlich da oben das Ei frei. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon den Drachen da befreit habe. Ja, vielleicht, eventuell. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Sonst kann ich das natürlich hier auch einfach nochmal so machen. Und dann müsste das auch da freikommen, vielleicht. Ich sehe das halt hier so nicht. Aber es würde funktionieren halt, dass ich die beiden voneinander trennen kann, ohne dass ich, jetzt ist. Okay. Ohne dass ich da hochfahren muss. Na, auf so eine Idee bin ich natürlich in der normalen Aufnahme halt nicht gekommen. Ne? So. Da können wir die jetzt nämlich hier schon mal einfach so hier mal verkuppeln und sagen, ja hier, ne? Macht mal. Weil es so schön ist. Ob mir das bringt, was bringt, weiß ich immer noch nicht. So, dann wollte ich nochmal ausprobieren. Wenn wir hier. Das Dingens, stelle ich mal da hin. So, und mach mal. Genau. Stellen wir es mal da drauf. Beziehungsweise, wir können hier vielleicht einfach mal mit Strom das hier machen. Vielleicht funktioniert das. Das funktioniert tatsächlich. Und
Dann sind wir hier oben. Yay, yeah, wir sind oben. Oben. Und so funktioniert das nämlich auch, dass man dann da wieder runterkommen kann. Was ich ja vorher mich immer so gefragt habe, wie soll das funktionieren und so, weißt du? So das Übliche halt. Und, wir haben da einen Blumentopf. Dann müssen wir das halt nur noch gleich irgendwie zum Wachsen bringen hier, indem wir hier mal das da drüber kippen. Ach, das war verkehrt. Ich brauche ja hier den Regen. So. Und das wird jetzt Bienen anlocken, denke ich mal. Ich habe es nicht vorher ausprobiert. Nein. Damit ich nicht so noch so eine Frustaufnahme habe. Nein, nein. So, dann nehme meine Schlüssel hier. Und befreie mal hier das Bürschchen. Hallo? Ja, jetzt war befreien. Yay, befreit! Oh nein! Oh nein! Schnell, zeichne eine Axt in meiner Hand. Okay. Ja, bitteschön. So, hat Geoman hier auch mal beigeholfen. Oh nein! Mein Stift, der Dunkelheit ist kaputt. Ohne die Macht des dunklen Stifts kann ich nicht mehr über die Welt herrschen. Krummel, krummel. Krummel, krummel. Ja, was ich halt immer noch nicht verstehe, ist, wie kommen wir zum letzten Puzzleteil. Aber nun gut. Ich bin froh, dass ich es jetzt zumindest so weit jetzt hier geschafft habe. Und sagen kann, hey, hey, listen, hey, wir sind durch, yay. Ne? Jo. Das ist quasi das Ende von Draw a Stickman Epic 1. Wir werden auch in naher Zukunft Teil 2 spielen. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber habe ich mir auf jeden Fall schon besorgt. Und, ja. Bin gespannt, ob Teil 2 auch wieder so einigermaßen nett sein kann. Es war halt, ne, durchaus sehr cool gemacht. Und halt mit minimalistischer Grafik halt wirklich viel gemacht, mit vielen kleinen Details drin und ähnliches. Fand ich sehr gut gelungen und deswegen, ne, ich hab's ja damals halt angespielt im Stream, da dachte ich mir halt auch so, ja, Teil 2, kauf's erstmal. Weil grundsätzlich hat es mir gefallen, dem einen oder anderen mag jetzt sagen, ja, das sieht mir zu kindisch aus, bla bla bla. Mir geht's nicht darum, wie es aussieht. Obwohl, ja, doch ein bisschen so, weil es hat halt diesen zeichnerischen, simplen Stil, der irgendwie halt doch sehr nett rüberkommt. Was man vielleicht nicht unbedingt denken mag, aber ist so. Und ja, es war ein sehr nettes kleines Spielchen. Durchaus. Und für die 2 Euro oder sowas, die ich damals dafür ausgegeben habe, durchaus lohnenswert.